Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. So, jetzt habe ich hier ein Problem. So, das Band brauche ich hier nicht mehr, ne? Das geht da hinten hin, da kommt Kupfer an. Und Kupfer brauche ich nicht mehr. Okay. Ich brauche nämlich nur noch Eisenerz und Kohle, um Motoren und modulare Motoren herzustellen. Was bedeutet? Wir können hier das Band jenes benutzen, um hier hinten. Also ich würde das aber auch mal montieren, weil das ist hier nicht gerade. Ja, wird das funktionieren? Ich hoffe es. So, du weg. Dann. Du weg. Und du kommst. Warte. Hier hin. Rand. Oder dahin. Nee. Dahin. So. Dann geht er. Hier hin. Nee. Nee, das ist hier anders. Und er ist hier mittig, ne? Und du bist nicht mittig, okay? Das ist doof. Dann muss ich dich mittig hinbekommen. So irgendwie. So. Das wieder weg. Das weg, ne? Okay, das könnte so klappen. Schon mal. Das hier eher nicht. Okay. Okidoki. So, wo ist jetzt hier? Das hier mittig? Ja, das ist mittig. Okay. Eins, zwei, zurück. Und hier ran. Okay. Das sollte jetzt unser Eisen werden. Dann brauche ich noch 170 Kohle. Da muss ich aber auch erst gucken. Ich glaube, von hinten kommt hier die Kohle. War mir klar. War mir ja so klar.
So, hier wird Kohle gebraucht, oder? Eisenerz. Ja, hier wird Kohle gebraucht. Und kein Eisenerz mehr an, aber Kohle kommt an. Und Kohle kommt von wo? Wo kommt denn hier die Kohle? Nehmen wir an. Hier so, ne? Nicht runterfallen, wenn es geht. Okay. Kohle kommt von hier hinten. Genau. Okay, geht hier so. Also das Kupfer brauche ich ja jetzt nicht mehr, ne? So. Komplett nicht mehr. Ui, da haben wir aber hier hinten noch jede Menge Kohle über. Und dann auch weg. Förderband MK2 ist das, ne? Okay. Wird nicht reichen. Brauche ich einen Dreier. 170 Kohle. Muss gleich wieder zurück. Okay, Kohle kommt hier. Und Kupfer, dachten wir, brauchen wir nicht mehr. Ja, hätte ich eigentlich stehen lassen können, aber was soll's. So, das hier ist die Kohle. Förderlift MK2. Machen wir ein Dreier draus. Den Dreier. Hübsch ist anders, ne? Ich glaube, es ging hier nicht unbedingt so, wie ich das gewollt habe. So, die produzieren. 47. Im besten Falle sind das dann 60, ne? Ich brauche genau 170. Das bedeutet, so 90 und den anderen auf 85, ne? Genau. 85. Okay. Also Kohle, check. Eisen, check. Ich habe hier keine Leiter gebaut. Auch nie. Alter. Leiter. Warum finde ich jetzt die Leiter schon wieder nicht? Alles bei Organisation. Transport vielleicht. Würde ja Sinn machen. Fundamente. Da sind doch. Nicht doch richtig. Okay.
Eine blau-gelbe Leiter. Oh, Mann. Oh. Und hier die Kohle an. Gleich ist das Inventar wieder voll. Ich sehe es schon kommen. Ja, ist es wahrscheinlich sowieso. Und jetzt brauche ich ja mit der Kohle hier gar nicht mehr um die Ecke. Weil das Ding kommt ja komplett weg. Und ich doch. Muss hier alles weghauen. Jetzt nicht ganz so wirr aussieht. So. So. Du weg. Du weg. Ja, ich hätte. Was hat sich das denn jetzt ausgerichtet? Gar nichts, ne? Also, in letzter Zeit sind hier die Linien auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, okay. Das hier sind die Ausgänge. Also die Rotorenfabrik, alles gut und schön. Hier wird Kupfer hergestellt. Das kann alles weg. Bräuchte mal hier so ein paar, nee, von den dicken Dingern. Jetzt alles reinballer. Der war ja richtig gut, ne? Ach, Autosave. Okay. Dann alles einlagern. Ne, alles einlagern. Hier und hier alles einlagern. Damit ich das hier schön abbauen kann. Ja, der Kupferstrang wird nicht mehr gebraucht. So. Noch weg. Ach man. Oh, ich mach alles weg. Wie wäre das? Ja, ich glaube schon. Auf dem Boden. Der Boden kann bleiben. Viel zu viele Geschenke. Wo habe ich denn eigentlich Kabel hier gebraucht? Wahrscheinlich für die anderen Dinger, die ich hier ja jetzt nicht mehr produzieren will. So, hier kommt raus. Was? Nix. Kannst du weg. So. Was ist hier so? Am Start, nix. Gut. Wäsch.
Und dann werden hier nur Motoren gebaut. Und zwar normale Motoren und modulare Motoren. Wenn das hier weg ist, ich das mal genau unter die Lupe nehmen. So. Und mit den neuen Rezepten brauche ich nur Kohle und ja, Eisen. Vorher brauchte ich ja für den Draht brauchte ich halt noch Kupfer, ne? Und der Kupfer, das Kupfer fällt ja jetzt weg, weil ich Kupfer direkt aus Eisen herstelle. Was sehr gut ist. Okay. Na dann demontieren wir heute mal ein bisschen. Apropos, wie war denn so euer Silvester? War's gut? Hat ihr gut gestartet? Nur bei mir war es so wie jedes Jahr. Nichts passiert. Na gut, ich mache auch kein Feuerwerk. Es ist mir einfach. Das ist. Das sagen, Kohle in die Luft ballern. Also nicht die Kohle hier im Spiel, sondern Geld in die Luft blasen. Wer es mag, okay, das ist gut, aber wie gesagt, bei mir, ich habe da nichts dran. Ich habe noch nie mir irgendwelche Böller oder sowas gekauft. Das Geld kann ich mir schönere Sachen kaufen, die länger halten. Zum Beispiel Satisfactory. Na gut, das hatte ich. Aber war nur so ein Beispiel. Vielleicht ein anderes Spiel. Wir werden es sehen. Was alles noch auf uns zukommt dieses Jahr. Wir haben ja bestimmt viele Spiele am Start, die wir spielen könnten. Satisfactory wird wohl wahrscheinlich auch dieses Jahr fertig. Na, gut. Gut. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber vielleicht wird es auch erst Anfang 24 fertig. Man weiß es nicht. Es gibt noch so viele Bugs. Also so, der Strom ist noch verbunden. Ja, gut. Das ist wichtig. Und hier hinten könnte ich eigentlich nochmal die Kabelproduktion aufbauen, aber ich werde dann ganz durcheinander. Ich baue jetzt alles nacheinander auf. Ich baue jetzt alles weg. Komplett. Komplett alles. Ist es noch viel? Oh ja. Wird hier hergestellt. Schrauben. Schrauben? Brauche ich doch gar keine. Oder? Nö. Brauche ich auch nicht. Jesus. Ja, irre. Wie? Dahin und nochmal zurück. Da noch welche? Da hinten, ne? Okay. Und alle weg. Dann die Dinger. Wie weit man hier abbauen kann, ne? Ist nicht irre. Hier auch noch welche? Ja gut. Dann kommt ihr weg. Aber genau zielen muss man trotzdem. Tja, ja. Da sehe ich nicht hin. Na. Wie noch? Der richtige Klammergriff. Oh. Oh. Die erste Kiste.
Nicht gut. Ich hab ja. Das hätte ich vielleicht. Warte. Oh, hier. Alles einlagern. Das passt nicht. Uiuiui. Was doof. Nehmt das mal nochmal raus. Und ja, das hier kann alles eigentlich in Müll. Ja. Das kann in Müll. Dann haben wir hier noch drin, was in Müll kann. Eigentlich so ziemlich alles. Oh Mann. Hier. Zack. Ein Draht würde ich mal noch behalten wollen. Okay. Hier noch was drin? Was in Müll kann? Sieht. Ja. Es sieht nicht danach nah, aus, wollte ich sagen, aber. Es kann was in Müll. Und hier so? Oh ja. Zack. So, so, so. Und jetzt ist hier noch drin. Ja, das ist unsere Zeugs. Okay. Weiter geht's. Man, das hat nur eine Abbaufolge. Aber muss sein. Hätte ich mir sparen können, wenn ich dann hier, alles so gebaut hätte, wie es richtig gewesen wäre. Also nicht hier die, wie heißt das, automatische Verkabelung damit einbasteln, sondern die modularen Motoren. Okay. Ist hier noch eine Kiste? Ist hier eine Kiste? Bin ich wieder voll? Denn ernst? Oha! Das ist aber bitter. Ui. Na, geht nicht, ne? Was brauche ich denn dafür? Stahl und Rohre. Rohre. Stahlplatten. So. Okay. Hey, hier ist aber auch jede Menge auf dem Band. Warte mal. Kann ich die nicht? Nee, die laufen in die falsche Richtung. Ja, das ist doof. Jetzt hätte ich die verbunden, dass die automatisch ins Lager gehen, ne? Ach, kein Beton dabei. Ja. Gucki. Was ist hier noch so alles drin? Nicht allzu viel. Gott sei Dank.
Eieieiei. Er nimmt aber auch nur, wenn ich jetzt das Förderband hier markiere, nimmt er nur diese Sorte Förderband. Die 1er zum Beispiel nicht. Also die Mark 1, ne? Die nimmt er nicht. Irgendeinem Grund. Ja, hat wohl eine andere ID. Das wird's sein. Sprengen kann man nichts. Sonst hätte ich's gesprengt. Okay. Ruhig weg. Da sieht man mal, wie viel Material man hier so braucht. Irre. Inventar. Hm. Gut. Geht. Da hinten arbeitet noch einer. Wieso arbeitet der denn noch? Was produziert der denn? Ich glaube Stahl, ne? Warte mal, Stahl. Vielleicht kann ich ja Stahl stehen lassen. Hm. Ne, der produziert Stahl. Okay, dann kann ich den stehen lassen. Und hier wird Eisen produziert. Ach ja. Okay, hätte ich eigentlich auch stehen lassen können. Hätte ich mal nicht ganz abbauen. Ich brauche Eisen. Ingots und ich brauche Stahl. Da, warum habe ich den jetzt weggebaut? Das sind die Götter. Hm, hier Stahl. Okay. Da kommt die 170 Kohle und die 523. Ah ne. Okay. Ich lasse das mal so. Ja, hier werden Stahlrohre hergestellt, aber muss es mir gleich angucken. So, ich habe schon wieder eine Kiste über. Hier kommt ja Eisenbarren raus, oder? Ja, hier hat ein Eisenstangen rausgekommen. Okay. Wisst ihr was? Wieso ist jetzt hier eine Kiste entstanden? Hä? Das check ich nicht. Eisenstangen, okay. So, das hier kann ich, glaube ich, lassen, ne? Okay. Muss nur vergrößert werden. Das habe ich aus Versehen hier die Fusionatoren mit weggemacht. Naja. Ist wie es ist. Kann es nicht ändern. Also jetzt nicht mehr. Mhm. Aber wir haben es ja gleich. Hier gleich. Langweilig.
So. So. Fangen wir gleich vorne an. Mit den 18 Schmelzöfen. Ne? Ich hatte da hinten stehen 6. Also brauche ich doch schon ein paar mehr, ne? 18 Schmelzöfen. Da muss ich dann nur noch irgendwie das Eisenerz verteilen. Doch der Stahl lasse ich mal da. Stahl wird gemacht. Warte mal. Ja, aus Kohle. Ich habe da ein alternatives Rezept vorgesehen. Ei, der Daus. Ja, das geht ja dann mit den Dingern gar nicht. Geht wohl, aber... Warte, ich guck mal rein. Oh, Stahlbarren. Ich hätte aber hier gerne das alternative Rezept. Und zwar... der solide Stahlbarren. Wo ist er? Solider Stahlbarren. Da, ne? Wo ich nur Eisenerz... Also Eisenbarren und Kohle. Und Eisenbarren mache ich da hinten ja sowieso. Aber... Macht hier dann gar keinen Sinn. Gut, dass die Kohle hier hochkommt. Schon. Nur das Eisenerz sollte nicht hier hochkommen. Sondern stattdessen die Eisenbarren. Die von da kommen. So, hier unten kommt Kohle an. Ja, das ist in Ordnung. Bevor ich hier ganz durcheinander komme. Bevor ich ganz durcheinander komme, mache ich alles weg. So, dann haben wir es ja gleich. Hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Können wir noch eine halbe Stunde was aufbauen? Dann müssen wir hier so Blueprints setzen können. Die dann später erst mit Sachen füllen. Dann könnte man hier schön planen, den Blueprints. Dann später hingehen und die Materialien einfügen. Ne? Weil mit dem 4x4 Blueprint-Dingsbums da, ich weiß es nicht. Das ist nicht so toll. Da kriegt man ja gar nichts unter. Bedenkt, was ich hier, wie groß ich hier immer bauen muss. Da macht so ein 4x4er keinen Sinn. So, okay. Los geht's. 18 Schmelzen. Wir haben hier 6. Sind die richtig eingestellt? Eisenerz zu Kupfer, ja. Okay. Also 9 pro Reihe. Material kommt von innen und geht dann hier raus. Würde dann wahrscheinlich hier hingehen. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. So. Aber so rum, ne? 1, 2, 3. 4. So, war doch klar. War doch klar, dass ich jetzt alles im Inventar habe, nur nicht das, was ich brauche. Okay, wo war das? Da? Ich brauche. Boah, das kann... Alles in Müll. Das kann alles in Müll. Eisenstangen können in Müll.
Das kann weg. Statoren. Mal darüber. Okay. Gucken wir hier. Modulare Rahmen. Wo sind sie? Modulare Rahmen. Brauche ich 50. Ich habe 20. Okay. Dann gehen 20 wieder zurück. Dann brauche ich Rotoren. 146. Wie viel habe ich? 74. Passt. Beton. Habe ich. Eisenstangen. Habe ich. Draht. Habe ich. Verstärkte Eisenplatten. Habe ich jetzt auch. Kabel. 600. 800 habe ich. Motoren. Hier sind keine Motoren drin. Okay. Hier Motoren drin. Nee. Dann da. Wo sind die Motoren hin? Hallo? Übersehen. Ah, da. Ich hatte sie übersehen. Und noch Plastik. 250 Plastik. Und 50 verstärkte Rahmen. Aber ich habe kein Plastik mitgenommen. Oh oh. Oh oh. Doch, da ist der. 250 Plastik. Gut. Kann weitergehen. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. So, das gleiche auf der anderen Seite. Einen noch. Okidoki. Wo ist die Linie? Wo ist die Linie? Da ist er. Ja. Gut. Den einen jetzt hier nicht hingebaut. Was wissen wieder einmal nur die Götter. So. Hier kommt Eisenerz hoch. Das, was wahrscheinlich noch nicht angeschlossen ist. Doch ist es. Da, hier ist doch Eisenerz. Hier kommt das Eisenerz hoch. Ich habe zwei Stränge Eisenerz. Da hinten ist ja noch einer. Okay. Eisenerzstrang Nummer 1. Muss hier ran. Nicht da nach hinten. Boah, warum? Ja, gar keinen Sinn. Wie denn hier das Eisenerz hin? Das ist Kupfer. Nö, Eisenerz. Was genau hatte ich denn damit vor? Kein Plan. So. Okay.
Abel. Das sind ja zwei verschiedene. Also, wenn ich jetzt mit dir da rangehe. Und du. Ja, schwierig. Mach hier einen Splitter hin. Und zwar einen intelligenten Splitter. So. Hier kommen die 500 an. Die gehen dann hier hin. So. Wenn ich es ausrichten kann, irgendwie. So, ne? Okay. War das jetzt schlau? Die 500 kommen hier an. Der Überschuss geht hier raus, kann hier umgehen und könnte dann da unten... Ne, ich müsste es eigentlich anders machen. Den müsste ich hier anschließen. Oh, meh. Lass mich mal kurz überlegen. Okay, könnte klappen. Aber mir fehlt ja immer noch da, das Zeugs. Dann mache ich das erstmal so zum Planen. So. Geht hier hin. Überschuss. Ja, ne? Das muss dahin. Der Kohle. Der Überschuss geht hier raus dann. Geht nach unten. Genauso wie die Kohle nach unten geht. Ach, Kohle. Das Eisen hier so nach unten gehen soll. Und zwar. So, ne? Dann kann ich nämlich später hier hinten. Da irgendwo. Was ist das denn für ein Band? Das ist das Band, wenn alles fertig ist, ne? Das mache ich später. Viel später. So. Das müsste eigentlich Vierer werden. Und oben auch. Hier auch ein Vierer. Die ich ja nicht bauen kann. Och Mann. Ja, okay. Ich muss nach Hause. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. So, und jetzt. Müssen die alle geupdatet werden. Beziehungsweise da, wo noch nichts dran ist, müssen die hin. Rausschmeißen kann. So. Okay. Jetzt mit mir selber geredet. War jetzt mal wieder nicht irgendjemand aus Steam raus angeschrieben hat. Mag ich nicht. So. Müsste dahin. Der müsste eigentlich dann hier hin, ne? So, die kommen weg. So, jetzt sind... Das sieht aber nicht gerade aus. Ja, ist wie es ist. Egal. So. Ja, der kommt dann dahin. Der kommt. Hä? Und da. Oh, lass mich hier hoch.
Die sind alle verbunden, ne? Kannst du hier hin? Du? Dann du. Da. Du. Da, da. Ja, vielleicht klappt das. Der ist verbunden. Na, ja, kann auch dahin. Ja. So, der. Dahin. Okay. Müssen nur noch die Rezepte eingestellt werden. Kann so nicht funktionieren, weil fehlt ja noch Eisenerz, ne? So. Und zwar eigentlich sind es 17, also muss der letzte muss auf, ich habe 18 gebaut, 45,7% stehen, ne? 45,7. Der 45,7. 7. Okay. Und kommt hier nichts an? Warum kommt denn hier nichts an? Hä? Irre. Hm. Kommt nichts raus. Ach so. Sollte ich die noch einstellen, ne? Also. Das Überschuss. Und hier kommt Eisenerzen. Okay. So, und das ist der mit den 300. So, 300. Befeuern 10 Stück. Hm. Da haben wir doch schon wieder ein Problem. Also 10. Mach mal 8. Ja, ist gut. Mach mal nur 8. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 2, 4, 6, 8. So, dann würde jetzt hier das Ding wegkommen. Bin nochmal so ein Fundament durchdönt. Dann kommt hier das nächste hin. Ja, deshalb habe ich das unten da mit dem Überschuss so gestaltet, kann man sagen, ne? Okay. Du kommst dann. Warte. Hier, so. Und hier kommt dann ein Fusionator davor. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hätte den mal bauen sollen. Okay. Hm. Förderband Fusionator kommt hier hin. Könnte man auch hier hinstellen, ne? Okay. Der passt. Und der auch. Das ist super gerade. Finde ich das denn? Okay, das war das.
Eisenerz. Check. So. Dann geht's jetzt weiter. Das Eisenerz. Muss natürlich auch in die Stahlproduktion. Und da bräuchte ich nochmal 4. Und die brauchen aber auch Kohle, ne? Kohle kommt von hier. Hm. Das Eisenerz hier so. Ja. Okay. 170 Eiseningots. 170. 3, 6, 9, 12, 15. Das wären 5. Ja. 5 und er ist auf 45%. Ja, da komme ich nicht auf 170. Okay. Da komme ich nicht auf 170. Hm. Komm, ich mache erstmal was hier fertig. Und zwar muss ich hier nochmal ein paar Fusionatoren bauen. Okay. Machen wir das ruhig. So. Klappen. Nee, ich muss näher ran, sonst sehe ich das nicht richtig. Okay. Einen noch, ne? Okay. Verbinden. Gleich hier noch. Oder nicht? Da. Oder safe. Okay. Könnte ich, nur um zu testen, was hier unten funktioniert, aber warum sollte es eigentlich nicht funktionieren? Mit dem Überschuss. Hier eine Sink hinbauen, den ganzen Stahl, also das Eisen hier, in die Tonne treten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, dann könnte man sehen, was hier mit dem Überschuss auch funktioniert. Ja, ganz genau. Das war genau das, was ich wollte. Nicht. Hm. Ich mach's langsam. Klappt das auch.
Und jetzt, warte mal. 24 Konstruktoren, kriege ich die da hin? Uiuiui. 380, ne? Ja. 24 Konstruktoren. Das wären 12 in einer Reihe. Okay. 24 Konstruktoren. Konstruktor. So. Erst hier. Hier alles fusionieren. Kommt raus. 170. 470. Oh. Nee, ich kann das nicht fusionieren. Das geht so nicht. Ja, 523, 523, damit sind das 200 und 200. Ja, 200. 10. 12. Ja, ungefähr 212 pro Seite. Nee, 270 pro Seite. Okay. 170 bräuchte ich. Jetzt wird's schwierig. Ja. Kann die nicht kann das höchstens so machen, indem ich hier einen Splitter hin mache. Weil da war ein Splitter. 1 Splitter und hier ein Splitter. So, okay, dann splitte ich, gehe von hier mit 170 raus. Ja, das könnte klappen. Okay, das könnte klappen. Okay. Ne, hier müsste dann ein intelligenter Splitter hin. Denn ich brauche 300. Hier muss ein intelligenter Splitter hin. Genau. Intelligenter Splitter. Okay. Eisenerz noch da. Noch da. Und dann gehe ich von da mit 170 da lang. Und der Rest wird dann hier wieder fusioniert. Mit einem Fusionator. Ist das die Mitte? Hier ist die Mitte, ne? Förderband Fusionator. Geh da raus. Hier hin. Ja. So. Die Idee dahinter ist, dass ich hier einstelle, dass nach rechts nur Überschuss hingeht, ne? Hier rechts geht nur Überschuss hin. Und nach links geht Eisenwaren. Okay. Also, ich brauche ja hier später für die Stahlproduktion 170 Eisenwaren. Okay, und der Rest kommt hier wieder hin, wird hier zusammengefügt und wird dann zu... warte, ich muss gucken. 24 Konstruktoren, die machen dann Draht. Die machen Draht für alles Mögliche. Okay.
Reicht das denn? Ja, das müsste reichen. Okay. Dann, ja. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss.